Ja, meine lieben Freunde vom Modell Pilot.eu, jetzt gehen wir zum nächsten Schritt über. Wir haben jetzt einiges gelernt, wie das alles so funktioniert. Jetzt gehen wir mal zu einem Flugverhalten aus. Ich will das einfach mal ganz kurz darstellen. Es gibt verschiedene Flugverhalten, die nennen sich stabil, labil, indifferent. Und wir fangen mal mit, seht ihr in jedem Lehrbuch dieses hier Zeichen, dieses Zeichen und dieses Zeichen. Das bedeutet, eine Kugel in der Schale, eine Kugel auf der Glasplatte und eine Kugel auf dem Rücken einer gekrümmten Schale. Was passiert? Die Kugel läuft hier mal rein. Die Kugel läuft hier, nachdem sie angestupst ist, immer hier auf der Platte, bis ausgerollt ist und hier rollt sie runter. Das ist jetzt auf das Flugverhalten stabil, indifferent und zurückzuführen. Das sind jetzt einfach die Zustände. Und was bedeutet das fürs Fliegen? Der stabile Zustand eines Fluges ist, wenn wir jetzt, ich nehme jetzt mal hier so einen Anfängerflieger, wenn der Anfängerflieger richtig schön getrimmt ist, fliegt der geradeaus, ohne zu pumpen. Das heißt so, ja, dass der sich so aufschaukelt. Ne? Dieses Aufschaukelverhalten ist ein Verhalten, was wir hier mit stabil, indifferent oder labil bezeichnen können. Würde jetzt zum Beispiel der Flugzustand, und damit gehen wir jetzt hinein, was wir gelernt haben, in den Abriss. Jetzt holt sich die Maschine wieder die Luft, die nötige Geschwindigkeit sozusagen, ja, holt die Luft, holt die Geschwindigkeit und kommt jetzt wieder in ein stabiles Flugverhalten hinein. Das bedeutet, nach dem Abriss, ja, hier Abriss, Strömungsabriss, dass der automatisch, ohne dass wir die wirklich nachgesteuert haben, die Figuren, dass er in eine wirklich stabile Lage wieder hineinkommt und zum Schluss im Gleitflug wieder drin ist. Die indifferente Lage hat man häufig, wenn die Leute das nicht richtig den Schwerpunkt eingestellt haben. Das heißt also, dass der Anstellwinkel und die Widerstandsbeiwerte und so weiter einfach anfangen zu spielen. Und dann schießt er wieder hoch und kippt wieder ab, geht wieder runter, schießt wieder hoch, kippt wieder ab. Also der macht einfach diese Bewegung. Wenn man jetzt einfach das Initial mal gibt, man überzieht, kippt nach unten, geht nach oben, geht nach unten, geht nach oben, geht nach unten, geht nach oben. Das muss man nachsteuern. Das ist eine indifferente Lage, es hört nie auf. Und dann gibt es natürlich auch die Flugzeuge, da stimmt irgendwie gar nichts. Ja? Das ist ein labiles Flugverhalten. Man kippt einmal ab, geht runter und dann geht das Ding quasi, das schaukelt sich immer höher bis zum Absturz. Ja? Es ist einfach nicht mehr hinzukriegen. Der fliegt und man ist da wirklich, das hat was mit dem Schwerpunkt, mit der Schwerpunktlage zu tun. Ich will das euch den Schwerpunkt mal kurz erklären. Der Schwerpunkt liegt normalerweise so bei diesen Profilen so ein Drittel hier in diesem Bereich, meistens dort, wo der Holm gebaut wird. Da muss der Schwerpunkt stimmen. Jetzt ist die Maschine an diesem Schwerpunkt schwanzlastig, wenn man so schön sagt. Der liegt hier hinten. Würde ich die Maschine jetzt werfen, würde sie hochgehen, so auf die Nase und abstürzen, weil alles zu schwanzlastig ist. Hier muss natürlich jetzt noch Akku rein und so weiter und so fort. Den Akku fährt man dann so lang nach vorne und nach hinten, bis der Schwerpunkt stimmt. Und dadurch erreicht man eine stabile Fluglage. So weit, so gut. Fahre ich den Schwerpunkt weiter nach hinten, umso indifferenter bis stabiler wird das Flugverhalten. Ähnlich ist es natürlich auch, wenn ich zu kopflastig bin, dann ende ich in einer stabilen. Oh, das wollen wir auch nicht, ne? Also, Scherz beiseite. Das war jetzt zu dem Flugverhalten. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter und beginnen jetzt mit dem nächsten Schritt der Metrologie bzw. mit der Thermik.